Hallo, wir sind heute auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress im wunderschönen Mainz, eine wirklich schöne Stadt, wie ich gestern schon feststellen durfte. Und hier geht es heute rein um das Thema Top-Arbeitgeber werden. Wie schaffe ich es wirklich als Arbeitgeber, gute Mitarbeiter zu finden, die auch für mich zu binden und natürlich auch darüber hinaus einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und dafür versammeln sich über 500 Geschäftsführer aus ganz Deutschland. Und wir freuen uns schon sehr auf den Tag. Wir sind mit Messestand am Start. Wir sind auch einer der Top-Sponsoren. Also vielleicht sieht man es auch hier auf dem Lanyard. Ich freue mich sehr drüber. Ja, und wir nehmen euch heute einfach mal ein Stückchen mit auf den Tag. Der Alex hinter der Kamera und das Team ist auch schon am Start. Also kommt mal mit. Hallo Randolf, schön, dass wir uns gerade über den Weg laufen. Ich wollte dich mal fragen, was erwartet uns denn heute auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress hier im wunderschönen Mainz? Ja, wie es das Ganze schon sagt, Top-Arbeitgeber-Kongress erwarten uns heute einfach wunderbare und ganz viele Arbeitgeber aus der Region Mainz vor allen Dingen, aber auch aus ganz Deutschland. Insgesamt sind wir 800 Leute und wir haben über 20 Sponsoren, die heute mit auch am Start sind. Also alles rund um das Thema, wie ich ein richtig guter Arbeitgeber werde, weil das ist es, ne? Wenn ich Arbeitgeber werde irgendwann, dann machen das die meisten irgendwie so nebenbei oder es funktioniert oder die Backoffskraft macht das irgendwie mal so halb mit. Aber keiner hat so richtig klar, was brauche ich denn eigentlich alles, um richtig geiler Arbeitgeber zu werden, die besten Mitarbeiter zu finden, zu binden und die Produktivität zu bringen. Und das wird das Thema heute der ganzen Veranstaltung sein, inklusive einem Weltstar, Dirk Nowitzki, der vorbeikommt. Wahnsinn, ja, ich habe es schon auf den Schildern gesehen, ich habe es natürlich auch in der Ankündigung, wir wussten es ja schon. Was wird denn das Thema von Dirk Nowitzki sein? Ja, Dirk ist nun mal ein Weltstar und ich denke, er hat sich sein Leben lang darauf konzentriert, eine Sache zu tun, und zwar den Ball in den Korb reinzubekommen. Das sagt er auch in der Doku. Er sagt ja, die Leute feiern mich dafür, dass ich das tue. Aber hinter dieser einen Sache steckt natürlich ein unglaublicher Weg, den er gegangen ist. Und wir wollen diesen Weg erfahren, um natürlich als Unternehmer auch ein Stück weit davon zu erben. Ne? Was kann ich lernen von so jemand, der sich sein ganzes Leben lang auf eine Sache konzentriert hat und wirklich Weltklasse erreicht hat. Mega, ich freue mich total. Vielen Dank nochmal, dass wir hier sein können und hier auf ein tolles Event. Auf ein tolles Event, vielen Dank. So, die erste Pause ist jetzt rum. Wir hatten schon richtig gute Gespräche geführt mit vielen Interessenten, mit vielen Kunden, die auch das Potenzial für sich erkannt haben, über die Google-Suche sowohl Mitarbeiter zu finden als auch Neukunden. Wir sind gespannt, wie der Tag so weiterläuft. Bleibt dran. Ich habe gerade den lieben Michael getroffen und der Michael hat mir so ein paar Fragen gestellt und dann haben wir gedacht, komm, wir zücken einfach mal die Kamera und das Mikrofon und nehmen das Ganze mal auf. Du hast mich gerade gefragt, ob das Thema SEO nach wie vor unterschätzt ist, ne? Ja, genau. Also SEO ist ja eine sagen wir mal Disziplin im Rahmen des Online-Marketings, die es schon sehr, sehr lange gibt. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, wie in der Firma, in der ich mal gearbeitet habe, alle mit Alta Vista gegoogelt, also gesucht haben und dann plötzlich einer hatte dann plötzlich irgendwie, was ist das, Google, kannte keiner. Ja, und, aber da war es schon eben ein großes Thema, wie kriegen wir uns im Ranking dann eben an die oberen Plätze, und deswegen SEO ist ziemlich alt, aber... Was habt ihr da gemacht? In der Firma, also? In der Firma, das war eine große Online-Agentur, die hat für Quelle damals den ersten Online-Shop gebaut und so, das war in der Dotcom-Zeit, also spannende Sache. Gut. Deswegen, SEO war das Wichtigste, das war Maß aller Dinge. Ja. Und ich frage mich, ob das nicht deswegen eben ein bisschen so an ihre Seite gedrängt wurde, aber ist es immer noch heutzutage so, die Menschen suchen, ich meine, ich muss sagen, das bezieht sich ja vielleicht nicht nur auf die normalen Suchmaschinen, sondern alles ist eine Suchmaschine, in gewisser Weise habe ich das Gefühl, Und du gehst rein und suchst, und das ist die Frage, wo man dann auftaucht. Man muss halt auch sagen, dass natürlich die größte Autorität haben, die, also meiner Ansicht nach, die organischen Suchergebnisse, und dass man das nicht beiseite lassen kann. Ich meine, was bringt es, wenn man jemanden eingibt als Suchergebnis und da scheint gar nichts Organisches, nur ganz viele Anzeigen. Ja, genau. Das wirkt also nicht kongruent irgendwo an der Stelle. Absolut. Sage ich das? Ja, genau. Also, aber ich glaube auch so jetzt aus die Essenz aus dem, was du sagst, so wie ich das erkenne, ist eigentlich das größte Stichwort dieses Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und dass man halt wirklich, also erstens versteht, es braucht eine gewisse Zeit, bis es Früchte trägt. Ja. Aber wenn ich es richtig angehe und nicht so scammy, wie du gerade gesagt hast, das gibt es ja auch. Also wir können auch mit Blackhead-Methoden relativ schnell nach vorne kommen. Davon halten wir aber auch Abstand, weil es geht ja darum, dass wir langfristig mit unseren Kunden ein Geschäft auf- und ausbauen.
Und das geht mit SEO super gut und ja, spannend, auch deine Meinung mal zu hören. Vielen Dank. Klar, super, gerne. Ein Top-Event bisher, also wirklich großartig mit hervorragenden Vorträgen. Was ist dein Zwischenfazit? Ja, also ich finde es extrem krass, was für eine Qualität wir dieses Jahr nochmal gesteigert haben. Mhm. Also da bin ich sehr, sehr happy. Wenn ich vergleiche, München und Hamburg war schon ganz gut, aber wenn du den Raum anschaust, sind irgendwie wirklich über 85-90% Geschäftsführer. Wahnsinn. Ja. Das ist erstmal das, was mich glücklich macht, weil das ist immer so unsere Hauptaufgabe und sonst. Ja. Ich glaube, wir haben ganz geile Speaker dabei, die das gut reinbringen. Ja. Extrem hochwertige Partner. Da deswegen haben wir euch dabei. Absolut. Aber ich glaube, das ist auch wieder gut gelungen. Und deswegen bin ich happy. Wie findest du es? Gefällt es dir? Hervorragend, auf jeden Fall. Wir haben ganz viele tolle Gespräche geführt, neue Kontakte geknüpft. Auf jeden Fall hervorragend. Das freut mich. Gleich kommt noch Dirk Nowitzki. Was erwartest du dir von dem Vortrag von ihm? Ehrlich gesagt, ich freue mich extrem. Ja. Wir haben ja Dirk Nowitzki. Ich habe ihn viermal angefragt. Ja. Viermal abgelehnt, beim fünften Mal hat er zugesagt. Wahnsinn. Und da kommt gleich, deswegen habe ich gerade so ein bisschen auf die Uhr geschaut, da darf ich in Empfang nehmen und alle. Mega. Und ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Das glaube ich. Ich habe mit vielen Sportlern schon gearbeitet, aber Dirk Nowitzki ist der Größte, wortwörtlich. Ja, absolut, absolut. Und deswegen, ich freue mich einfach. Einfach eine Freude. Mega. Spricht das für dich, für euch, für das Event, dass der Dirk Nowitzki auch kommt. Ja, also mega. Felix, danke dir. Alles Gute weiterhin. Cool, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Klar, danke dir. Ciao. So, das war's vom Top-Arbeitgeber-Kongress hier in Mainz. Ich fand, das war echt ein gelungenes Event. Was meinst du, Simon? Auf jeden Fall. Viele gute Gespräche geführt, tolle Vorträge, war rundum gelungen. Mega. Ich fand auch gerade super spannend Dirk Nowitzki mit seinem Thema rund um das ganze Thema Disziplin und Anspruch. Das war schon auch echt ein sehr interessanter Vortrag. Ja, absolut. Auch wie man mit dem Thema Druck umgeht und wie man das auch im Prinzip in den Arbeitsalltag integriert, was das für den Arbeitgeber bedeutet, für die Mitarbeiter, war schon sehr, sehr spannend. Ja, von so einem Leistungssportler. Also ich glaube, da kann man auch sehr übergreifend lernen. Das finde ich immer ganz spannend. Ne? Also wenn es irgendwie eigentlich ganz andere Themenbereiche sind. Ja, der Simon hat übrigens gerade apropos Leistungssport auch noch den Dip-Rekord geknackt. Ne? Da hat er an seinem Stand so ein so Dip-Stäbe aufgebaut. Ja, genau, richtig. Ja. Das war, vorher stand da irgendwie 30. Ich habe mir gedacht, 30 packe ich auf jeden Fall. Habe ich einfach 32 mal kurz gedroppt. Ja, von der Mega. Ja, alles gut. Aber ist auch der Mindestanspruch. Ne? Immer noch weiter nach vorne. Ja. Und ja, von daher, wir würden sagen, wir verabschieden uns. Mega-Event. Ja, auf jeden Fall vielen Dank und das war super und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ja? Genau, bis bald. Alles klar. Ciao.